Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Super Mario 64. Jawohl, diesmal wollen wir gegen Bowser kämpfen. Und gehen wir einfach mal los. Mario, jetzt nicht müde werden, weitergehen. Oh. Peach, ich rette dich! Ach du Scheiße, bist du hässlich geworden. Mensch, Peach. Alter, wow. Na gut, das war's. Ich wusste, dass du mir in die Falle gehen würdest. Du solltest öfter auf deine uckligen Füße schauen. Ja, wenn du meinst. So, jetzt muss es eigentlich reichen. Ne? Scheiße. Und ich hab auch... Oh, nee. Scheiße, nein. Ich hab eh die roten Münzen vergessen. Kackendreck. Ah, scheiße. Machen wir halt nächstes Mal. Ey, ich wollte dich gar nicht aufnehmen. Mario, leg die scheiß rote Münze wieder zurück. Wow. Gut. Jetzt können wir sie sowieso wieder aufnehmen. Scheißendreck. Kacke. Wie peinlich ist das denn bitte? Mama mia. Im ersten Bowser Castle zu scheitern. Ach du Scheiße, ist das peinlich. Ah, kacke. Das war ja mal überhaupt nichts. Alter. Alter. Da kommt hier Mongos. Zack. Eigentlich sind die bei Super Mario voll die Junkies, weißt du? Die sind voll auf Pilze aus. Vor allem sind das die einzig wahren Magic Mushrooms. Ach du Kacke. Wobei hier, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, hier der Gründer von Nintendo, der hat sogar zugegeben, dass diese Level-Up-Pilze und auch hier die roten Pilze wirklich an das angelehnt sind. An Magic Mushrooms, die du auf Alcoa forderst oder keine Ahnung wo, ich kenne mich damit nicht so aus. Ich nehme so eine Scheiße nicht. Wobei ich leider, Gottes muss ich sagen, genug Leute in meinem Bekannten- bzw. Freundeskreis kenne, die sowas machen. Oder auch in meinem Feindeskreis, aber die interessieren mich in Scheißdreck. Ich würde die zwar jetzt nicht verpfeifen oder irgendwie sowas, weil ich bin trotzdem ein recht loyaler Mensch. Aber trotzdem, ich finde... Muss doch nicht sein. Und... Hopp. Da gehen wir wieder in die Ego-Perspektive. Tiefe, Alter.
Mario, hast du keinen Bock mehr auf dein Leben oder was? Komm mal klar, Junge. Fress mal wieder einen Pilz. Nein! Was soll das denn? Wieso geht das nicht? Was? Was? Jesus Maria! Scheiße, leck mich doch einer! Fuck it! Och, nö! Ich glaube, ich muss das Video ab 18 stellen, ne? Ach du du Kinderkacke. Och, nö! Soll ich den ganzen Stribbelibatz nochmal machen? Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe gerade Stribbelibatz gesagt. Alter, zweimal beim ersten Bowser verkackt. Das einzige, was peinlicher ist, ist Katja Krasavic. Da war ich lieber noch kurz. Alter, die ist auch peinlich. Einfach nur billig und eklig. Wer weiß, was die schon alles für Geschlechtskrankheiten hat. So was Armseliges, Alter. Also ich meine, sie ist zwar relativ erfolgreich mit dem, was die da macht, da muss man schon mal sagen, Respekt. Auch wenn es leicht verdient ist. Vielleicht verdiente Abos sind und leicht verdiente Klicks und was auch immer. Ups, da ist mir meine Titte rausgerutscht. Huch. Okay, ich stelle das Video wirklich ab. Kacke. Nee, ja, also. Man hat meist ihre Abos und die Leute, die das gucken, das sind eh nur Typen oder kleine Kiddies, die noch in die Hose pissen, aber unbedingt Titten oder sowas sehen wollen, ne? Also, ja, ist ja klar, dass es gut ankommt, ne? Oh, das war knapp. Beinahe wäre es noch peinlicher gewesen. Ach du Scheiße. Oh, Herzinfarkt, Scheißdreck. Leute, ich halte mal kurz die Klappe, um mich zu konzentrieren. Wenn ich so ein paar Geräusche nebenbei mache, ist, wundert euch nicht. So mache ich immer, wenn ich mich gerade beim Spiel oder sogar so weit konzentriere. Ist also was ganz Normales, also ihr braucht nicht denken, dass ich gerade einen Schlaganfall oder so was kriege. Oh, ich wollte schon sagen, Alter, flieg jetzt nicht da auch noch runter. Junge, willst du mich eigentlich verarschen wollen? Diesmal gehe ich ein bisschen weiter hier hin, dass ich dann nicht gleich direkt runterfliege. Sondern dass ich erst noch auf die Latte knalle und dann runterfliege. Oh, komisch, diesmal funktioniert's. Oh, Alter! Alter! Gut, ich gehe den Easy-Going-Weg lieber. Und jetzt noch daneben gesprungen. Das wär's. Oh, Junge, Junge. Schade, hat nicht ganz funktioniert. Schlag zu, Junge, du nervst, du schwuler Gumba, Alter. Es wird eigentlich, wollte ich das nicht zu Einsatz setzen, aber ich speichere jetzt mal kurz hier, dass wir zur Not einmal resetten könnten. Toll, jetzt sehe ich nichts, immer noch nicht. Oh, Gott sei Dank. Den Bowser selber zu besiegen, das ist einfach. Also wenn ich bei dem Bowser jetzt failen sollte, dann nennt mich ein... Keine Ahnung, was ist schlimmer als ein Kevin. Dann nennt mich ein Justin. Ganz ehrlich, dann könnt ihr mich ruhig einen Justin nennen.
erst einen Trunk geschlunken, nee, klar. Einen Schluck getrunken, bevor es hier gleich richtig abgeht. Attacke! Einmal umsetzen. Tja, Mario, Pech gehabt. Die Prinzessin ist nicht hier. Und wird es auch so bald nicht sein. Es wird dir niemals gelingen, mich von hinten zu packen und zu werfen. Da müsste schon ein wahrer Held. Sorry. Da müsste schon ein wahrer Held kommen. Keine Wurscht. Vielleicht gehst du besser wieder nach Hause und reparierst weiter kaputte Rohre, als dich mit mir zu messen. Yo. Vor allem, Bowser, danke, dass du mir gesagt hast, wie ich dich fertig mache. Nein, ich voll Bleppo, ich voll Bleppo, krieg ich noch? Jawollo, Skiller, Junge, Skiller. Fick dich, du Mongol. Du hässliche, fette Schildkröte, Alter. Offensichtlich war ich ein wenig unwachsam. Nee, unachtsam. Scheiße. Ah, kann ich reden, weil ich so scheiße kaputt bin. Aber ich habe noch immer die Prinzessin und die Powersterne in meiner Gewalt. Ich werde dafür sorgen, dass du keine weiteren Sterne erlangen wirst. Unser nächstes Treffen wird einen anderen Sieger haben. Bestimmt. Habe ich mir nochmal gut rausgeholt. Gut, dass ich extrem gut improvisieren kann. Ja! Dann haben wir den nächsten verfickten Schlüssel. Mit dem kommen wir dann nach unten. Und wisst ihr was? Eigentlich. Obwohl, nee, das schaffen wir glaube ich nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Eigentlich müsste ich einfach mal so, einfach nur aus Prinzip, ein Video mal über 15 Minuten machen. Und gucken, ob das geht. Eigentlich müsste es funktionieren, aber ich will es halt nicht riskieren, dass ich eine Folge über 15 Minuten mache und ich die nicht hochladen kann. Das will ich halt nicht riskieren, wisst ihr. Also, das wissen wir ja schon. Aber wir können den Hasen fangen. Genau, den Hasen können wir fangen. Dann ist eigentlich schon frei sein. So. Ja! Den Hasen fangen, genau. Ja! Was macht der Hase? Ja, der kocht. Ja, wie der kocht. Ja, guck mal in den Topf rein. Alter. Wie wack bin ich bitte? Der ist eigentlich voll einfach zu fangen. Hallo. Alter, ich habe momentan echt kein Skill. Oh, so scheiße knapp. So scheiße knapp. Ich glaube, die Folge braucht doch Überlänge. Gib's doch, ne. Ah, Mann, leck mich doch. Alter, ich fick dich auseinander. Na gut, dann halt nicht. Dann hole ich mir halt einen Stern, der einfach ist. So. Wenn er ihn mal anspricht, danke. Achte auf deine Mütze. Das sollte. Nee, solltest du sie verlieren, wirst du durch Treffer schwerer verletzt. Solltest du sie einmal verlieren, findest du die Mütze in dem Gemälde, in dem du sie verloren hast. Die Prinzessin wird immer noch von Bowser gefangen gehalten. Rette sie so schnell wie möglich. Bowsers Schägen belagern seit langer Zeit die Welten der Gemälde und Wände des Schlosses. Bla bla bla, viel Glück, ich muss schnell hinmachen. Ich sag bis dann, haut's raus, ciao.